2000 Menschen singen deutsche Volkslieder. Da kann nur Gotthilf Fischer dahinter stecken. Auch mit 82 Jahren ist er immer noch unbestritten der Chorkönig. Unterstützt wird der spontan gebildete Massenchor mit instrumentaler Begleitung und Sängern vom Band. Dann tun sich auch ungeübte oder schüchterne Sänger leichter. Zwar beschäftigt sich Gotthilf Fischer auch mit Kirchenmusik oder Oper, doch das deutsche Volkslied ist ihm am wichtigsten. Hier sieht er ein Kulturgut untergehen, das es zu retten gilt. Das deutsche Volkslied muss bleiben. Überall in der Welt, wo ich sein darf, singt man die Volksweisen mit einer Riesenbegeisterung. Nur in Deutschland wird es zur Seltenheit, das verstehe ich nicht. Die Gäste im Weigenheimer Festzelt singen mit Begeisterung das deutsche Volkslied. Der Grund? Es sind sehr viele Mitglieder von Chören der Umgebung da, die das 150. Jubiläum des Männergesangsvereins Weigenheim feiern. Ich habe gespürt, hier ist Basis. Hier kann man was tun. Hier kann man sagen, Mensch, verteidigt unsere schönen Lieder. Und wie gut das Fest vorbereitet ist, einmalig. Und die Leute sind nett. Hier ist noch gut zu sein. Der Jubelchor aus Weigenheim, hier beim Festzug durchs Dorf, ist im Gegensatz zu vielen anderen ein junges Ensemble. Fast die Hälfte der Sänger ist unter 40 Jahre alt. Warum es in Weigenheim auch die Jungen in den Männergesangsverein zieht, dafür hat der erste Vorstand eine Erklärung. Es ist die Harmonie, die bei uns im Chor vorherrscht. Zum einen ist Harmonie natürlich wichtig beim Chorvortrag an sich, aber Harmonie ist auch unter den Sangesbrüdern ein wichtiger Faktor. Und das ist gegeben, es ist die Erfahrung von den Älteren da, wo wichtig ist, aber auch die Jungen, das frische Blut. Und da passt die Mischung unwahrscheinlich gut. Und das Zweite ist natürlich ein Bestandteil, ein junger Vorstand mit jetzt 29 Jahren und ein junger Chorleiter mit 35 Jahren. Und da zieht es den einen oder anderen Jüngeren schon dann her, dass er sieht, es bewegt sich etwas. Kein Wunder also, dass sich Gotthilf Fischer in Weigenheim wohlfühlt und er sich gerne ins goldene Buch des Dörfchens einträgt. Seit 67 Jahren schon ist er Chorleiter und noch heute leitet er 7 Chöre im Stuttgarter Raum, mit denen er weltweit auf Tournee geht. Und das im Alter von 82 Jahren. Ich habe gar keine Zeit zu überlegen, wie alt ich bin. Ich habe 20 Jahresverträge jetzt abgeschlossen. Ich muss mindestens über 100 werden, um die Verträge zu erfüllen. Und dann überlege ich mir, was ich dann mache. Wahrscheinlich macht er dann das Gleiche wie jetzt auch. Chöre leiten, die Menschen zum Singen bringen und die deutschen Volkslieder bekannt machen und erhalten. Gott sei Dank.